Rentiert sich eine PV-Anlage? Welche Förderungen gibt es? Und wer nimmt mir den überschüssigen Strom ab? Diese und weitere Fragen beantworten wir in folgendem Video. Eine der häufigsten Fragen, die uns in der Energieberatung gestellt wird, ist: Rentiert sich überhaupt eine Photovoltaikanlage? Eine Photovoltaikanlage kann sich natürlich nur rentieren, wenn man Einnahmen generiert. Und es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Zum einen, man verkauft den Strom, vor allem den Überschussstrom, den man ins Netz einspeist, oder man nutzt den Strom selber vom Dach und spart sich dadurch den Strombezug aus dem Netz. Wie viel bekommt man für den eingespeisten Photovoltaikstrom? Den Strom verkaufen kann man an verschiedene Abnehmer. Der erste ist die ÖMAG, die Ökostromabwicklungsstelle. Die muss den Strom aus Ökostromanlagen abnehmen, wenn man ihnen denen verkaufen will. Eine andere Möglichkeit ist, man verkauft den Strom irgendeinem Energieversorger. Die bieten verschiedene Tarife, manchmal koppeln sie das an den Strombezug auch, aber es gibt Möglichkeiten, diese Anbieter zu vergleichen. Zum einen bietet die Plattform der PV Austria eine Liste von Stromanbietern, die auch PV-Strom kaufen. Zum anderen gibt es von der E-Control den Tarifkalkulator, mit dem man sehr schön aufgrund der eigenen Stromerzeugung Vergleiche anstellen kann, wer wie viel bietet für den Strom, den man einspeisen möchte. Der Strompreis von der ÖMAG ist sehr volatil. Noch vor 2 Jahren lag er ungefähr bei 4 Cent pro Kilowattstunden, ist Ende 22 bis 50 Cent angestiegen und ist im ersten Quartal 23 schon wieder gesunken auf 26 Cent. Wie der Strompreis der ÖMAG sich weiterentwickelt und wieder aktuell ist, können Sie auf der Seite der E-Control nachschauen. Eine andere Möglichkeit, den Strom zu verkaufen, ist, in einem Energielieferanten zu verkaufen. Hier am Beispiel der Illwerke VKW, die bieten für Ökostromkunden bis zu 24 Cent pro Kilowattstunde für die ersten 3.500 Kilowattstunden Einspeisvolumen und reduziert sich für die weiteren Kilowattstunden bis auf 20 Cent. Im Unterschied zu ÖMAG, wo der Strompreis alle 3 Monate festgelegt wird, sind die Angebote der Energieversorger meistens auf ein Jahr festgelegt. Im Zusammenhang der Einspeistarife stellt sich oft die Frage, warum bekommt man eigentlich weniger fürs Einspeisen, als wie der Strom gesamthaft in Bezug kostet. Und dabei muss man sich vorstellen, dass sich der Strompreis aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Der Grundpreis ist natürlich der Energieanteil. Für die Energie zahlt man was, aber genauso was muss man für die Netzdienstleistung bezahlen. Dazu kommen noch irgendwelche Gebühren, Abgaben und Steuern. Also der Strompreis setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Wenn man Strom einspeist, erhält man als Privatperson nur den Energieanteil bezahlt. An diesem Beispiel ist dargestellt, wie sich der Strompreis in Zahlen darstellt. Die Basis ist natürlich der Energiepreis mit 24 Cent. Dazu kommen die Netzgebühren mit etwa 4 Cent und darauf Steuern und Abgaben mit 5 bis 6 Cent. Also als Summe, als Gesamtstrompreis sind etwa 34, 35 Cent zu zahlen. Eine weitere Möglichkeit, Strom zu teilen oder zu verkaufen, wäre die Gründung oder Teilnahme einer Energiegemeinschaft. Weitere Informationen dazu finden Sie unten eingeblendet. Wann ist ein Photovoltaiksystem wirtschaftlich? Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus verschiedenen Faktoren. Das erste Element ist natürlich die Anschaffung, die Investition. Der Anschaffungspreis einer Photovoltaik ergibt sich aus der Größe der Anlage. Je größer die Anlage, umso kleiner ist der Preis pro Kilowatt Peak. Eine Anlage kostet pro Kilowatt Peak in etwa zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Und durch Gewinn, den man erzielt, durch Verkauf oder durch Eigennutzung, zahlt sich diese Anschaffung sukzessive zurück. Wie lange es dauert, bis man diesen Break-Even-Punkt erreicht hat,
Das ergibt sich eben aus den jeweiligen aktuellen Situationen. Ich traue mich zu behaupten, dass fast alle Anlagen sich wirtschaftlich darstellen lassen. Zumindest innerhalb der Lebensdauer der Anlage zahlt sie sich auf jeden Fall zurück. Wie viel kostet der PV-Strom, der aus der eigenen Photovoltaikanlage erzeugt wird? Dazu muss man erstmal alle Kosten zusammenzählen, die anfallen. Das fängt natürlich bei der Anschaffung an, geht aber über Wartungskosten, die vielleicht anfallen können, wie Reinigung, vielleicht fällt auch ein Wechsellicht aus und vielleicht hat man noch verschiedene Betriebskosten wie Versicherungen. Wenn man diese Gesamtkosten teilt durch die gesamte Strommenge, die über die Lebensdauer der Photovoltaik erzeugt wird, dann erhält man die Stromgestehungskosten. Also quasi, wie viel kostet der Strom, der auf dem eigenen Dach produziert wird. Wenn man diese Zahlen zusammenzählt, erhält man einen Preis um die 10 Cent. Sollte der Wechselrichter kaputt gehen oder erhöhte Aufwendungen anfallen, vielleicht erhöht sich der Preis um 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde, aber genauso durch eine Förderung, eine Investitionsförderung oder eine Einspeisevergütung reduziert sich dieser Stromgestehungspreis vielleicht um 1 bis 2 Cent. In diesem Fall rechnen wir einfach mit 10 Cent pro Kilowattstunde erzeugtem eigenen Strom. Nun wissen wir, was der Strom vom Dach kostet. Damit man einen Gewinn erwirtschaften kann, muss man natürlich mehr Ertrag erwirtschaften, als wie der eigene Strom kostet. Und dafür kann man den Strom einspeisen und hält eben was vom Energieversorger oder von der Ölmark. Der Energieversorger bietet aktuell 24 Cent, die Ölmark im ersten Quartal 23, 26 Cent. Somit ist eindeutig ersichtlich, dass man positiv wirtschaftet, alleine durch die Einspeisung. Noch größer ist der wirtschaftliche Vorteil, wenn man den Strom selber nutzt. Durch die Eigennutzung spart man sich eben den Einkauf des gesamten Strompreises, eben mit Energie plus Netz plus Steuern. Somit ist der Ertrag noch größer, weil man sich bis zu 36 Cent Gesamtstromeinkauf ersparen kann. Wie kann man diesen Eigennutzungsgrad erhöhen? Grundsätzlich ergibt sich der Eigennutzungsgrad meist von einem selber. Das heißt, man hat verschiedene Verbraucher im Einsatz und immer wenn gleichzeitig ein Verbraucher eingeschaltet ist, wie Strom am Dach produziert wird, geht der Strom vom Dach quasi direkt zu dem Verbraucher. Man kann das aber auch selber in der Hand nehmen und ganz bewusst Geräte im Haushalt zeitgleich mit der Stromerzeugung einschalten. Waschmaschine, Geschirrspüler, Wäschetrockner oder vielleicht verschiedene Kleingeräte kann man ganz gezielt vielleicht manuell einschalten oder es hat eine Zeitvorwahl. Wer eine Wärmepumpe betreibt oder sogar im Sommer eine Klimaanlage, hat auch schon relativ leicht die Möglichkeit, Strom vom Dach selber zu nutzen. Eine weitere Möglichkeit, den Eigenstrom mehr zu nutzen, ist, den Strom in einen Speicher einzulagern. Die einfachste Möglichkeit, den Strom zu speichern, ist ein Wärmespeicher, ein Boiler oder ein Pufferspeicher, der über einen Heizstab oder über eine Wärmepumpe aufgeheizt wird. Eine andere Möglichkeit ist, den Strom direkt in einen Batteriespeicher einzulagern. Das ist ein chemischer Speicher, der es ermöglicht, den Strom auch wieder als Strom zu nutzen, also auf dieser hochwertigen Form wieder in elektrische Energie umgewandelt wird, um damit Geräte zu betreiben. Weitere Informationen dazu finden Sie in einem separaten Video. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung unten. Wir haben uns nun angeschaut, wie man durch Stromverkauf die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik erhöhen kann. Eine weitere Möglichkeit ist, sich die Anlage fördern zu lassen. Es gibt die EAG-Investitionsförderung 2023. Diese wird in vier Kategorien, je nach Leistungsklasse gegliedert. Leistungsklasse A bis 10 kW, B bis 20, C bis 100 und D größere Anlagen. Je nach Kategorie gibt es unterschiedliche Förderhöhen. Beispielsweise Kategorie A bis 10 kW fördert bis zu 285 Euro pro Kilowatt Peak. Dabei gilt es,
First Come, First Serve. Wer zuerst das Ticket zieht, bekommt eher die Förderung zugesichert. In der Kategorie C, also Anlagen über 20 kW Peak und Kategorie D, ist die Förderreihenfolge gegliedert. Zum einen muss man ein Gebot abgeben, wie viel Förderung man möchte. Und je niedriger das dieses Gebot ist, umso weiter ist man vorgereiht. Innovative Photovoltaikanlagen erhalten eine um 30% höhere Förderung, beispielsweise eine dachintegrierte Photovoltaikanlage. Zusätzlich gefördert werden Batteriespeichersysteme mit 200 Euro pro Kilowattstunde. Allerdings gibt es die Batteriespeicher nur in Kombination mit einer neu errichteten Photovoltaikanlage oder mit einer Erweiterung einer bestehenden Photovoltaikanlage. Das war das Wichtigste zur Wirtschaftlichkeit und Förderung von Photovoltaikanlagen. Wenn Sie persönliche Fragen haben, können Sie sich direkt an unsere Energieberatung wenden. Den Kontakt sehen Sie unten eingeblendet. Oder Sie erhalten weitere Informationen über unsere Webseite. Viel Erfolg bei der Errichtung Ihrer Photovoltaikanlage, Ihr Energieinstitut Vorarlberg.